Tennismagazin.de trifft Eurosport. Ich freue mich sehr, dass Markus Zöcke hier ist und auch, dass Marco Hagemann bei mir ist. Mal ganz interessant, die Jungs hier auch zu sehen und nicht nur die Stimmen. Wie fällt denn so nach, was haben wir jetzt, 4 Tagen, das erste Fazit aus, Markus, bei dir? Ja, also erstmal ist es schön, immer wieder vor Ort zu sein, hier zu sein, das Ganze zu fühlen. Da kriegt man natürlich auch ein bisschen mehr Gefühl so für die Matches und was so passiert. Ja, macht wahnsinnig viel Spaß. Wenn man da, Nadal ist so die erste ganz große Überraschung gewesen für mich, dass der hier raus ist. Zumal, so wie der Matchverlauf war, ich eigentlich gedacht habe, er kriegt das hier im Griff. Aber ansonsten fragen wir uns alle, wer Djokovic hier schlagen soll. Federer gefällt mir gut. Ja. Das war auch gestern eine gute Vorstellung. Naja, und ansonsten muss man sagen, die deutschen Damen, klasse, ja, 6 heute am Start. Bei den Herren ist ein bisschen weniger, aber ich hoffe mal, dass sich da auch wieder mehr bewegt. Ansonsten muss man sagen, ist Melbourne absolut eine Reise wert. Inwiefern profitierst du als Ex-Spieler jetzt auch am Mikrofon? Wie hilft das? Naja, wie hilft mir das? Ich weiß nicht, ob das wirklich hilft, aber auf jeden Fall verkörpert das natürlich den Eindruck, dass ich wirklich Ahnung hätte von dem Sport. Und, wir gehen davon aus, dass du die Ahnung hast. Ja, und das ist natürlich jetzt in meiner Position bei Rot-Weiß als Sportdirektor, zählt das nicht rückwärts, ist das natürlich gut. Und ich habe halt mein Leben lang nichts anderes gemacht, als mich mit Tennis beschäftigt. Insofern denke ich, passt das zu mir, ich bin authentisch und das ist mir eigentlich das Wichtigste. Hast du mal sowas wie Sprachtraining gemacht? Weil die Stimme ist ja markant. Hast du da irgendwas gemacht? Das sagen mir viele, wenn man das selber sich hört, dann ist das immer ein bisschen komisch. Nein, aber ich muss sagen, der Ingolf Karlsburg, der hat mir da schon sehr geholfen. Hat mich, das ist der Chief of Commentators bei Eurosport. Der hat mich im ersten Jahr immer nachts eingesetzt. Also ich kann mich gut erinnern, wie ich in München dann Sonntagnacht zwischen 2 und 4 Uhr morgens in meinem Fahrstuhl rauf und runter gefahren bin und keiner da war, weil eben nicht so viele zugehört haben. Ja. Da kannst du dich dann auch mal verhaspeln. Ein bisschen ausprobieren. Und ansonsten ist es ja heutzutage nicht mehr so, dass man da eine gewisse Reportersprache hat, sondern man soll eigentlich so reden, wie der Schnabel einem gewachsen ist. Und das versuche ich. Und dann kommt das relativ locker rüber. Und inhaltlich, manchmal fällt mir das relativ leicht, weil ich es ja selbst gemacht habe. Okay. Marco, jetzt zu dir. Was hast du bisher so in der Sprecherkabine erlebt bei diesem Turnier? Für mich ist das total aufregend, weil erstmals hier überhaupt bei den Australian Open live vor Ort, das ist natürlich ja, was ganz, ganz Besonderes. Und dann ist man natürlich dann total gefesselt. Ja? Dann saugt man alle Eindrücke auf, die es so gibt hier, angefangen, ob das jetzt Merchandising-Shop ist oder wie die Zuschauer sich verhalten. Unten in den Spielerkatakomben, wo wir ja auch Zutritt haben, stehst du dann doch mal länger als vielleicht dann vorgehabt, ja, weil alles natürlich dann wirklich interessant ist. Ja, kommt dann Nadal vorbei? Oder absolut, ja, oder Federer steht halt dann da oder Serena Williams kommt dann ums Eck, Maria Sharapova. Man guckt natürlich sehr viel Training, ja, und man versucht einfach dann die Eindrücke, die man hier sammelt, dann auch dem Zuschauer zu Hause vom Fernseher mitzugeben. Mhm. Es gab bei Facebook eine Geschichte, dass du mit Sabine Lisicki kommentiert hast. Kannst du das ein bisschen mal erzählen? Hat sie denn richtig Ahnung da von dem, was sie da erzählt oder wie war es? Jedenfalls kam das jedenfalls bei mir so an, dass sie Ahnung hat. Ja. Das sollte sie auch, sollte jetzt nicht absolut despektierlich klingen. Ja, und sie fand das total spannend eigentlich. Wir haben ja eine Kommentatorenposition in der Rod Laver Arena ziemlich weit oben. Mhm. Dort, wo normalerweise auch viele Logenplätze sind, da haben wir dann unsere Kabine von Eurosport und sie sagte dann das Erste so, du hast ja einen sensationellen Überblick, eine ganz andere Perspektive auch für einen Spieler. Von da oben sieht man halt sehr, sehr gut, konnte das taktisch super einordnen. Und ja, also der ganze Kontakt kam halt über Oliver Pocher, weil ich halt Olli schon seit Jahren kenne. Wir haben damals auch zusammen bei Sky gearbeitet. Dann haben wir Lee den Kontakt abreißen lassen und so kam es halt zustande. Eigentlich war ja Oliver erst angedacht als Co-Kommentator, ist ja auch schon seit über 2 Jahren auf der Tour, wenn man so will. Und Sabine kam plötzlich dazu und ich habe sie gefragt, ob sie Lust hätte und hat sie 10 Minuten mitkommentiert. Also Oliver war auch in der Box, ja, und hat auch kommentiert. Oliver hat auch mitkommentiert, genau. Und ich habe da so ein bisschen verfolgt, wie so die Resonanz eigentlich ist, die Live-Resonanz zu Hause. Und alle haben natürlich, viele haben halt gesagt, oh, was will der denn da eigentlich? Ja.
Aber wenn man Oliver auch mal ein bisschen näher kennt, also dann weiß man, sich hier richtig in die Szene der rein, hat Tennis aufgesogen in den letzten Jahren mit Sabine Lisicki. Der hat schon Ahnung was von dem, was er sagt. Macht jetzt nicht irgendwie nur Klamauk. Manchmal unterschätzt man auch ihn, glaube ich. Alles klar. Schönes Schlusswort. Danke, Marco. Gerne. Danke, Markus. Gerne. Viel Spaß bei der Arbeit weiterhin. Dir und auch. Bis bald.